Die Sehensprache entsteht tatsächlich, ganz wissenschaftlich gesehen, nicht im Sprachzentrum. Das hat man durch Gehirnscans herausgebracht. Das Sprachzentrum liegt im Frontallappen und es ist bei der Sehensprache mehr oder weniger deaktiviert. Und dafür kommt ein ganz anderer Hirnlappen, der Parietallappen, der für ganz andere Wahrnehmungen zuständig ist. Der ist dann aktiv.